Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Im heutigen Video teste ich wieder einen Liquid Lipstick für meine Liquid Lipstick Challenge. Und zwar haben wir hier einen Liquid Lipstick von der Marke Elf. Spricht man es so aus? Ich spreche es bestimmt falsch aus. Und zwar ist es die Farbe Berry Sorbet. Den Liquid Lipstick kriegt ihr bei Douglas. Der kostet 7 Euro. Und viele Follower haben mir geschrieben, dass der Hammer gut sein soll. Also dachte ich mir, ich teste ihn mal gemeinsam mit euch. Bin sehr gespannt. Als erstes testen wir mal den Geruch. Riecht nach gar nichts. Also, ja moin, fast gegengekommen. Also er riecht weder süß noch künstlich noch irgendwas. Also er riecht fast gar nicht. Und ich habe meine Lippen jetzt vorbereitet, so wie bei jedem Liquid Lipstick Test. Ich habe sie gepeelt und alles. Das hier ist der Applikator. Wir machen erstmal kurz einen Biegetest. Oh, der sieht aber sehr nicht biegefest aus. Also, guck mal, so sieht er aus. Es ist immer sehr wichtig, wie ein Applikator gemacht ist zum Auftragen, gerade wenn man wie ich ohne Lip Liner arbeitet. So, tragen wir das gute Stückchen mal auf. Es ist eine recht flüssige Konsistenz, also nicht zu zähflüssig oder zu dick. Es lässt sich besser auftragen als gedacht, obwohl der Applikator so wabbelig ist, sagt man das so? Also ich persönlich mag es mehr, wenn Applikatoren sehr fest sind und du dann besser damit arbeiten kannst. Schöne Farbe, ne? Ja, ich merke, die Spitze ist ein bisschen schwierig. Also die ist so ein bisschen zu leicht puschelig oben zum ganz sauberen Auftragen. So, fertig aufgetragen. Die Konsistenz gefällt mir sehr gut. Er ist überhaupt nicht so dickflüssig und auch nicht so dünnflüssig, sondern sehr gut zum Auftragen. Das ist jetzt eine Farbschicht. Ich musste gar nicht mehrere auftragen. Also er ist sehr, sehr farbintensiv nach nur einer Schicht. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Was mir leider nicht so gut gefällt bisher, ich musste jetzt schon dreimal korrigieren, ist halt wirklich, dass diese Spitze sehr puschelig ist. Das habe ich bei L'Oreal Liquid Lipsticks auch gehabt. Die waren wahnsinnig gut. Ich weiß gar nicht, Infallible Liquid Lipsticks. Aber die haben auch so eine puschelige Spitze und deswegen habe ich viele von denen aussortiert. Ich zeige euch einmal meine Lippen in der Großaufnahme. Wundert euch nicht, ich habe schon ein bisschen doller übergemalt wegen dieser puschligen Spitze. So sieht es jetzt in Großaufnahme aus. Das erste Tragegefühl von dem Elf Liquid Lipstick ist wirklich sehr angenehm. Also es fühlt sich luftig, leicht, kaum spürbar auf den Lippen an. Er scheint auch schon trocken zu sein. Das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Ich bin sehr gespannt. Das ist jetzt noch relativ früh am Morgen. Ich werde den Liquid Lipstick den Tag über testen. Fettiges Essen essen, knutschen, dies, das, Reibefestigkeit und alles. Und dann sehen wir uns heute Abend und dann seht ihr, wie er sich gemacht hat. Und ich werde von meinen Erfahrungen damit berichten. So, Diggis. Ich habe den Liquid Lipstick jetzt so 6 bis 7 Stunden drauf gehabt. Und ich dachte mir, jetzt gehen wir mal durch, wie sich der Elf Liquid Lipstick gemacht hat. Als erstes zeige ich euch mal die Lippen aus der Nahaufnahme, damit ihr einen Vergleich habt zu vorher, nachher, wie es war und wie er jetzt so, sagen wir mal, nach 6 Stunden aussieht. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen Liquid Lipstick. Er ist sehr schmutzig und unregelmäßig in der Kontur geworden. Da war er vorher natürlich viel gleichmäßiger aufgetragen. Hier. Dass er sich da teilweise gelöst hat. Und hier im kompletten Lippeninnenbereich. Hier seht ihr das. Hier ganz besonders. Jetzt gehen wir die einzelnen Punkte durch, und zwar die Farbintensität. Die Farbintensität hat mir sehr gut gefallen, das habt ihr auch beim Auftragen gesehen. Ich habe nur eine Schicht gebraucht und war sehr zufrieden vom gesamten Auftrag. Es ist immer noch sehr farbintensiv an den Stellen, an denen es sich nicht losgelöst hat. Das ist sehr, sehr gut. Dann gucke ich, ob ein Liquid Lipstick bröckelt, wenn ich ihn auftrage. Das tun manche, die werden so richtig komisch und krümelig. Das war hier nicht der Fall. Was er aber gemacht hat, war, dass meine Lippen recht trocken aussehen. Das habt ihr ja hier in diesem Innenbereich gerade nochmal so gesehen. Ich habe hier einen Spiegel, um das noch mal ein bisschen besser zu beurteilen. Hier seht ihr das, was ich meine mit diesem Trockenheitsding, dass sie schon relativ trocken aussehen, aber halt nur hier so. Aber das ist bei sehr vielen Liquid Lipsticks so. Vom Tragegefühl her war es den ganzen Tag über sehr angenehm, muss ich sagen. Er ist sehr schnell heute Morgen getrocknet, das gefiel mir sehr gut.
Und ich hatte nicht wirklich große Probleme damit. Er hat sich nicht zu trocken angefühlt, er hat nicht geklebt. Manche Liquid Lipsticks hast du drauf und hast die ganze Zeit, den ganzen Tag so ein pappiges, klebriges Gefühl. Das war hier nicht der Fall, das fand ich super. Und dann habe ich natürlich geguckt, ob der Liquid Lipstick fettiges Essen aushält. Und das war leider nicht der Fall. Ich habe Gourmet-Ravioli gegessen, das sind so Ravioli, die ich erfunden habe, so. Auf kochender Gangster mit Fertig-Ravioli, aber naja, er hat es nicht ausgehalten. Ich habe hier sogar noch die Serviette. Da seht ihr, dass er Spuren an Servietten hinterlässt. Da achte ich auch bei Liquid Lipsticks drauf. Bei Gläsern oder Energy-Dosen und sowas hat er keine Spuren hinterlassen. Das fand ich sehr, sehr gut. Bei Servietten ja, weil er fertiges Essen einfach nicht ausgehalten hat. Das tun die wenigsten Liquid Lipsticks. Und er hat sich jetzt halt hier in diesem ganzen Innenbereich gelöst. Vor dem fettigen Essen war er auch schon ein wenig gelöst hier in diesem ganzen Bereich, aber nach dem fettigen Essen war halt komplett vorbei. Dann gucke ich auch gerne, ob ein Liquid Lipstick reibefest ist, weil manchmal hängst du da so oder kratzt dich an deine Lippe. Und ihr seht, dass er sich dann schon hierhin verteilt. Und hier seht ihr, dass er nicht so reibefest ist. Also, wenn du dann mal so, wenn du dann mal so da hängst oder so, manchmal hängt man ja so da. Er ist nicht reibefest, er geht nicht extrem an deine Hände oder so, aber es kann trotzdem sein, dass du da halt so hängst, rumschmierst und plötzlich hier so einen pinken Strich hast oder so. So wie ich hier heute ein bisschen pink hatte. Ich habe das schon weggemacht, aber ihr seht das ja. Dann habe ich natürlich einen Knutschtest gemacht, um zu gucken, wie ist der Liquid Lipstick beim Küssen. Es gibt Liquid Lipsticks, die riechen sehr künstlich. Das riecht dein Partner dann, wenn er zum Beispiel eine empfindliche Nase hat. Es gibt Liquid Lipsticks, die kleben mega doll. So fast schon wie bei Lipgloss und sowas alles. Der Liquid Lipstick hat sich beim Küssen gut angefühlt. Er war nicht zu klebrig, er war nicht zu trocken, er hat nach nichts gerochen. Das war sehr, sehr gut so, aber trotzdem glaube ich nicht, dass er jetzt wilde, feuchte Knutschereien aushält. Also ich glaube schon, dass ihr jemanden so knutschen könnt, so. Aber so richtig wilde, verrückte Knutschereien, nein, weil er ist halt nicht reibefest. Nee, da müsst ihr schon ein bisschen sanfter knutschen, wenn ihr den drauf habt. Zum Abschminken wird er einfach ganz leicht abzuschminken sein, also mit einem Abschminktuch oder sowas. Ich glaube nicht, dass man da irgendwie etwas braucht, was zum Beispiel wasserfestes Make-up entfernen kann oder so. Es gibt Liquid Lipsticks, die kriegst du schwer mit einem Abschminktuch ab. Da brauchst du dann zum Beispiel sowas Ölhaltiges zum Abschminken oder solche Waschlappen und so. Aber der hier wird relativ leicht zum Abschminken sein, so. Das kenne ich ja, weil ich die Liquid Lipsticks öfter mal teste, bevor ich diesen Endtest mit euch mache, um mir sicher zu sein in meiner Meinung darüber. Und der ist relativ leicht abzuschminken. Ja, und jetzt kommen wir zum Fazit. Also ich muss sagen, dass mir die Farbe sehr, sehr gut gefällt und mir hat es auch gefallen, dass ich ihn nur einmal auftragen musste, dass er direkt farbintensiv war. Das ist eine wahnsinnig schöne Farbe. Das war ja hier Berry Sorbet. Aber ich werde ihn aussortieren, weil ich habe andere Liquid Lipsticks in ähnlichen Farben. Ich kann nicht so gut damit arbeiten. Also es war schon akzeptabel auf jeden Fall mit dem Applikator. Er hat mich überrascht. Obwohl er nicht so biegefest war, war er gut. Aber das ist halt dieses Puschelding. Ich arbeite nicht gern mit Lip Linern. Weil, keine Ahnung, hast einen Lip Liner, der hält halt kein fettiges Essen aus, hast aber einen perfekten Liquid Lipstick, der es aushält und hast nur Geschmiere. Ich arbeite immer ohne Lip Liner und dafür ist er mir ganz leicht zu puschelig vorne. Ich habe auch sehr, sehr hohe Ansprüche, das muss man dazu auch sagen und achte da wirklich auf viele Kleinigkeiten. Und weil ich einfach andere Liquid Lipsticks habe, die fettiges Essen aushalten und die dieser Farbe sehr, sehr nahe kommen, ist er halt einfach nichts für mich. Aber ich kann mir vorstellen, so im Preis-Leistungs-Verhältnis ist er schon was für welche. Jede Frau hat ja andere Anforderungen. Manche Frauen haben kein Problem damit, alle 3 Stunden ihren Liquid Lipstick nachzuziehen und dafür dann weniger zu bezahlen. Für mich ist es der Horror des Lebens, meine Lippen alle 3, 4, 5 Stunden nachzuschminken. Jeder hat halt da seine anderen Präferenzen. Für mich ist er leider nichts, aber im Preis-Leistungs-Verhältnis, ihr habt jetzt die Vor- und Nachteile, müsst ihr gucken, ob das was für euch wäre. Das wäre so mein Resümee zu dem Liquid Lipstick. Ihr könnt mir gerne schreiben, was ihr davon haltet. Also falls ihr Erfahrungen damit habt, wie eure Erfahrungen sind. Mir schrieben wirklich viele Follower, dass er sehr, sehr gut ist. Aber wie gesagt, jeder hat halt andere Anforderungen. Und falls ihr ihn kauft aufgrund meiner Empfehlung, weil ihr sagt, ey, im Preis-Leistungs-Verhältnis, das klingt gut oder die Farbe ist super oder was weiß ich, schreibt mir gerne, wie es bei euch gelaufen ist. So, ich habe euch jetzt meinen Eindruck erzählt. Ja, schade, weil die Farbe echt hübsch ist, finde ich. Aber naja. In diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben lasst auf Korrekter Bruder. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, auf eure Erfahrungen mit dieser Marke. Das ist, glaube ich, sogar das erste Produkt, was ich von der Marke benutze. Schreibt mir mal, falls ihr es wisst, ob man es wirklich elf ausspricht. Also E.L.F.11, keine Ahnung. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare und ich bin gespannt darauf. In diesem Sinne bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und ich sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.